Kollegen, unser letztes Thema heute, Regulierung des Wolfsbestandes auf wildbiologischer Grundlage ermöglichen. Das Thema Wolf in der Kulturlandschaft gehört ja jetzt in letzter Zeit ohne Zweifel zu den Debatten, die in Brandenburg, aber auch außerhalb von Brandenburg derzeit besonders emotional geführt werden. Oftmals sind es Vorurteile, es werden Ängste geschürt, da sind verschiedene Sachen im Spiel. Deutlich zeigt sich aber auch eine Polarisierung zwischen Stadt und Land einerseits und natürlich zwischen den sogenannten Wolf-Kuschlern und Wolf-Hassern. Da gibt es ja nun beides. Aber muss das so sein? Nein. Klar ist doch, in einem eindimensionalen Schwarz-Weiß-Denken werden wir mit dieser Debatte nicht wirklich vorankommen. Wir brauchen differenzierte Antworten. Wir müssen dann nach diesen Antworten, wenn wir sie gefunden haben, aber auch handeln. Wenn wir heute unseren Antrag hier zur Diskussion stellen, möchte ich von vornherein sehr deutlich klarstellen, es geht weder darum, den Wolf auszurotten, noch den Wolf zum Haustier auf dem Sofa zu machen. Beides wäre nicht richtig. Aber der Wolf muss reguliert werden. Und zwar muss er nicht irgendwie reguliert werden, sondern auf wildbiologischer Grundlage. In Verantwortung für unsere Weidetierhalter da draußen, wir haben uns ja eben über Steaks unterhalten, aber auch in Verantwortung vor dem Wildtier Wolf selbst. Worum geht es im Einzelnen? Der zentrale Punkt unseres Antrages ist, dass sich die Landesregierung endlich dafür einsetzen soll, dass der Wolf in das Jagdgesetz aufgenommen wird. Wenn die Regulierung dann später genau erfolgen soll, im Gegenstand von verantwortungsvollen Konzepten, die für Brandenburg teilweise aber wirklich noch entwickelt werden müssen. Bei der Erarbeitung eines Konzepts zur aktiven jagdlichen Regulierung des Wolfes muss unbedingt beachtet werden, dass diese Regulierung dann künftig wirklich auf wildbiologischer Grundlage erfolgt. Das bedeutet, dass der Wolfsbestand ähnlich wie im Fall Rotwild-Hegegemeinschaften, zu den Hirschen kommen wir dann morgen nochmal, revierübergreifend mit regional differenzierten Zielgrößen zu regulieren ist. Die Sozial- und Rudelstruktur, die meisten werden es wissen, Wölfe leben in Rudeln, muss dabei tierschutzgerecht unbedingt mit berücksichtigt werden. Auch um unkontrollierte Risse später zu vermeiden, nimmt man zum Beispiel einfach das Alpha-Tier raus, kann es später dann zu fatalen Folgen kommen. Deshalb nochmal wildbiologische Grundlage vor der Entnahme des Wolfes. Und auch der Umgang mit den Wolfshybriden, das haben wir ja vorwiegend also im südbrandenburgischen Raum, ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Punkt. Den Aspekt haben wir im MLUG als Nachtrag zu Top 12 der ALUG-Sitzung vom 31.08.2023 jetzt nachgereicht bekommen. Vielen Dank, Herr Minister. Vielleicht kann ich später dazu noch mal ausführen. Hier unsere Forderung in Kurzform. Der günstige Erhaltungszustand zukünftig differenziert, also auch regional zu betrachten, also nicht deutschlandweit, sondern regional auf Brandenburg. Bei der Bundesregierung einsetzen, dass Brandenburg bei der EU als günstiger Erhaltungszustand für Wölfe gemeldet wird, was momentan nicht möglich ist. Bei der Umwelt- und Agrarministerkonferenz dafür einsetzen, dass der Wolf ins Bundesjagdgesetz, aber auch ins Jagdgesetz der Bundesländer kommt. Gleichzeitig sollen aber die Länder weiterhin die Ausgleichszahlungen für Schäden durch die Wölfe tragen. Ganz wichtig für unsere Jäger. Bis Jahresende beim Kulturlandschaftsbeirat einen Beirat für Wolfsfragen einrichten. Ich hoffe, ich konnte jetzt unsere Positionen, auch denen, die nicht so oft in den Wald gehen, etwas deutlich machen. Und ich bin jetzt auch schon gespannt nachher, welche Gründe gefunden werden, warum man unseren Antrag, weil er von der AfD kommt, dann ablehnt. Besonders denke ich da natürlich an Herrn Roig. Weil schaut man sich mal an, was Herr Roig in letzter Zeit zu diesem Thema gesagt hat, kann man jetzt sich eigentlich schwer vorstellen, dass die SPD nicht möchte, dass der Wolf ins Jagdgesetz kommt. Ich darf dann mal Herrn Roig zitieren, der Anfang Oktober im Interview mit der Bauernzeitung Ausgabe 40 wörtlich zu dem Thema sagte, der erste Schritt wäre eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht. Das könnte man bei der Novellierung des Jagdgesetzes erreichen. Und das hat er sogar verschriftlicht. Ich habe den Artikel sogar bei. Und weiter sagten Sie auch, Herr Roig, durch eine mögliche Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht werden zukünftige Jäger als Partner für das Wolfsmanagement. Das ist das, was mein Kollege Herr Drenzke auch schon lange fordert. Danke, Peter. Ja,
Also das hört sich für uns von der AfD jetzt mal richtig gut an, besonders für die, die auf dem Land leben. Das sind vernünftige Positionen und ich denke, da können wir uns im Ausschuss und auch am Parlament drauf einigen. Da sind wir gar nicht so weit voneinander weg. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ob das vielleicht nur eine Nebelkerze im Wahlkampfgetöse ist, weil ich frage mich dann auch, wie man das bei den starrsinnigen und sonderbaren Koalitionspartnern der Grünen jemals umsetzen will. Ja. Was wir aber auf jeden Fall in dieser Problematik gar nicht mehr brauchen, ist die Fortführung der grünen Märchenstunde von Grünkäppchen und dem Wolf, wo zufolge sich alles von ganz alleine mit einem Monitoring regeln wird und die Koexistenz von Wolf mit dem Menschen und dem, wie gesagt, dem Weidetier auch ohne Bejagung möglich sein wird. Wir stecken noch mehr Geld ins Monitoring und es wird sich schon alles regeln. Nein. Eine aktive jagdliche Regulierung des Wolfes ist in der heutigen Kulturlandschaft unumgänglich und ich hoffe, dass da auch die Mitglieder, die mit zur Ausschussreise in Schweden waren, dazu gelernt haben. Ökologische Theoriekonzepte, die von einer Selbstregulierung des Wolfes ausgehen, sind im Sinne des Interessenausgleichs im ländlichen Raum kontraproduktiv. Also fordere ich die Landesregierung oder wir fordern die Landesregierung auf, jetzt endlich zu handeln, unsere Weidetierhalter nicht mehr im Regen stehen zu lassen. Unterstützen Sie die Weidetierhalter und auch die Existenz und den Ruf des Wolfes. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen. Nachher würde ich vielleicht noch gerne was zu den Herdenschutzhunden sagen, weil da gibt es ja auch noch was zu sagen. Ansonsten bitte ich alle, unserem Antrag zuzustimmen, dass wir in der Thematik Wolf vielleicht einfach mal weiterkommen. Ich habe ja nachher noch ein bisschen Redezeit. Dankeschön. Vizepräsident, werte Kollegen, nochmal zu dieser Sache, die Sie von Frau Lemke so loben, dass Sie sagen, dass bei 1000 Meter für 21 Tage der Abschuss möglich sein soll, dann ganz kurzfristig über Verordnungen ab Jahresanfang geregelt. Ihnen ist schon klar, dass wenn Sie sagen, Sie machen keine genetischen Untersuchungen und Sie untersuchen auch sonst nicht, was es für ein Tier ist, dass Sie im Notfall also auch eine Hündin abschießen, die zu Hause noch Jungen hat im Bau. Das ist Ihnen ganz klar. Das dürfte dann mal zumindest mal sein, dass wir dann komplett den Hegel-Gedanken von 1848, 49 verlieren. Dann möchte ich noch mal was sagen. Also da gehe ich auf Herrn Domris ein, ich gebe ihm recht. Also da, wo wir gute Herdenschutzhundeprogramme haben, haben wir natürlich auch weniger Risse. Jetzt kommen wir aber zu der Sache, und das ist bitte eher keine Karnevalsveranstaltung. Wir kommen nicht auf den Antrag von Fasching von vor zurück, sondern in Agrar heute lesen wir dann am 6. Oktober 2023, wegen Gebell, Herdenschutzhunde dürfen Herde nachts nicht mehr schützen. Das klingt erst wie ein schlechter Scherz. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster entschied, dass bei unzumutbarem nächtlichen Gebell Herdenschutzhunde im Einzelfall und während der Nacht- und Mittagsruhe nicht mehr draußen bleiben dürfen. So muss eine Landwirtin ihre Herdenschutzhunde gerade zu der Zeit einsperren, in der sie am dringendsten gebraucht werden, denn die Herde der Landwirtin steht in einem ausgewiesenen Wolfsgebiet. Nachtruhe ist auch beim Herdenschutzhund einzuhalten. Hoffentlich hat es der Wolf dann auch verstanden. Die 46 Nutztiere der Landwirtin, darunter Rinder, Ponys und Schafe, werden durch mehrere Herdenschutzhunde gegen den Wolf geschützt bisher. Nachbarn hatten sich über das häufige und andauernde Gebell der Tiere beschwert. Die Anordnung, die Tiere zwischen 22 und 6 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 13 bis 15 Uhr in einem geschlossenen Raum unterzubringen, war von der Landwirtin logischerweise vor Gericht angefochten worden. Und das Oberverwaltungsgericht hat den Beschluss bestätigt. Es ist demnach auch nicht mehr anfechtbar. Also sollten wir uns in Brandenburg mal darüber Gedanken machen, und zwar schleunigst, weil wir haben zum Beispiel hier auch eine ganz alte Hundehalterverordnung, dass wir vielleicht unsere Herdenschutzhunde rechtlich auch anders absichern, weil sonst kann uns das auch blühen. Wenn es dann nämlich ein Grundsatzurteil schon beim Oberverwaltungsgericht gibt, kann es sein, dass unsere Schafzüchter, die ihre Herden in Nähe von Wohnräumen haben und dort natürlich ihre Herdenschutzhunde haben und damit ihre Herde bis jetzt geschützt haben, demnächst ihre Hunde nachts einsperren und hoffentlich können Sie dem Wolf dann auch sagen, dass er dann bitte auch schlafen gehen soll. Also das ist auch ein Problem, mit dem wir uns demnächst mal beschäftigen sollten. Dann, na, das ist schön, dass Sie es verstanden haben, besonders wo Sie sich so gut mit Hunden und Wölfen auskennen. So, dann zur Frage der Wolfshybriden. Ein Problem, was wir ja nun in Südbrandenburg haben, hatten wir ja nachgefragt und die Antwort war, hierzu haben wir aber noch keine abschließende Antwort bei der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf dann erhalten. Ganz wichtig ist doch aber zu klären, wo haben wir denn den Wolf und wo haben wir in Südbrandenburg eventuell Hybriden oder Hybridenrudel, die dann eben ein ganz anderes Verhalten haben als der klassische Wolf selber. Auch diese Frage sollten wir demnächst
demnächst dann mal im Landwirtschaftsausschuss klären. Ich kann also nur sagen, kommt alle an den Tisch, weil so einfach das Thema abbügeln und warten, dass Frau Lemke irgendwas regelt, wird das für Brandenburg keine Lösung des Problems sein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.